Moin ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Bücher-Neuzugänge-Video und wenn ich mich hier so umschaue, habe ich das Gefühl, dass ich im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres doch ein bisschen zügelloser eingekauft habe. Aber es sind auch viele Schmuckausgaben und Sonderausgaben dabei von Büchern, die ich tatsächlich schon gelesen habe und es sind auch Reihenvervollständigungen oder Fortsetzungen dabei. Das heißt, es ist nicht völlig ungeplant und unstrukturierter Einkauf gewesen, bei manch anderen auch. Und zwar habe ich tatsächlich auch von Avell, von der Online-Shop-Plattform, einen Gutschein gestellt bekommen. Bei Avell könnt ihr ja Mängelexemplare kaufen. Das heißt, die haben Ratscha oder Stempel am Buchschnitt, sind ansonsten aber neuwertig und kosten deswegen aber auch ein bisschen weniger. Und ich kaufe ja bei Rebuy und Medimops eher selten ein, außer ja, mit Ausnahmen, weil ich einfach sehr pingelig bin. Aber bei Avell habe ich da weniger Schmerzen, weil die tatsächlich nicht gelesen sind. Die haben zwar diese Stempel und manchmal Ratscha und ein paar, ja, sind ein paar angestoßene Ecken, aber damit kann ich tatsächlich leben. Und als man mir da diesen 25-Euro-Gutschein angeboten hat, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und deswegen werde ich da gleich mit den Unpacking gleich beginnen. Ja, und dann werde ich euch nach und nach, nicht chronologisch, sondern einfach so, wie sie hier gerade liegen, euch meine Bücherneuzugänge aus den Monaten April und Mai, ja, ich musste kurz nachdenken, die Zeit rennt schon wieder so, ja, vorstellen. Im April sind bei mir 10 Bücher eingezogen und im Mai dann 4. Und ja. Das war eigentlich nicht so geplant, dass es wieder so ein bisschen ausgeufert ist. Und trotzdem freue ich mich natürlich wahnsinnig über jedes Einzelne. Und es hat tatsächlich auch einen Grund, warum die bei mir eingezogen sind. Und das möchte ich euch natürlich erzählen und erklären, wie die bei mir hier angekommen sind, warum sie bei mir eingezogen sind. Und natürlich möchte ich euch auch etwas zum Inhalt der Bücher sagen. Aber jetzt soll es mit den Avell-Unpacking losgehen. Ich habe es schon geöffnet, möchte euch aber hier das Paket einmal zeigen, wie das bei mir eingetroffen ist. Ich habe tatsächlich den Gutschein genau aufgelöst, also nicht drüber hinweg. Da war ich eigentlich ziemlich rigoros, weil meistens ist es dann ja so, dass man dann doch noch ein bisschen mehr in den Warenkorb legt. Und ich hätte auch noch eins, zwei andere Bücher noch gerne mit dazugelegt. Aber ich war eisern und habe tatsächlich nur den Gutschein aufgebraucht. Und somit sind es tatsächlich dann drei Bücher geworden, die von Avell bei mir eingetroffen sind. Ich werde euch den Shop natürlich auch unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr, wie gesagt, Mängelexemplare sowie aber auch neuwertige Bücher shoppen. Und weil ich eben diesen Gutschein kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, werde ich hier auch irgendwo Werbung einblenden, nur dass ihr euch nicht wundert. So, ich habe die Bücher mal aus dem Paket genommen, damit es hier nicht so kruschelt und nicht so raschelt. Das sind die drei Bücher und das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist auch gleich eine Reihenfortsetzung. Habe ich euch schon öfter erzählt, dass ich die Reihe einfach gerne vervollständigen möchte bzw. weiterlesen möchte. Und zwar ist das Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Da habe ich ja den ersten Band, Die Insel der besonderen Kinder, schon lange, lange Jahre hier bei mir liegen. Und jetzt dieses Jahr ist, glaube ich, oder soll der letzte Teil dieser Reihe erscheinen. Und dann habe ich vor, wieder von vorne anzufangen und mir die Reihe nach und nach anzuschaffen. Und ich finde, sie ist einfach etwas Besonderes, besonders auch schon von der Gestaltung. Hier hat es irgendwas Düsteres an sich. Der Autor sammelt ja so antike Postkarten und Fotos, antike Fotografien. Und darum herum hat er sozusagen eine Geschichte gesponnen. Es geht um Jacob, der von seinem Großvater, als er noch klein war, immer Geschichten erzählt bekommen hat. Irgendwann hat er da natürlich nicht mehr dran geglaubt und für ihn waren es einfach nur noch Geschichten, bis er seinen Opa tot auffindet und seltsame Gestalten und Geräusche im Wald ja, hört und sieht. Und dann möchte er
ja, doch wieder so ein bisschen recherchieren, was es damit auf sich hat. Und ihm fallen halt diese Geschichten wieder ein, die sein Großvater ihm erzählt hat. Und dann, ja, bringt es ihn zu einer Insel, wo oder ein Heim für besondere Kinder es geben soll. Und das sucht er auf. Ja, und das ist eben sozusagen die Fortsetzung. Und auch hier gibt es immer wieder diese Fotografien, die hier mit eingebunden sind und ja, die tatsächlich echt sind. Die sind, glaube ich, nicht gestellt. Die wurden vom Autor gesammelt und dazu wurde halt eben diese Geschichte gesponnen. Und die Idee finde ich einfach toll. Es ist schon jugendlich, aber auch düster. Die Verfilmung fand ich damals auch okay, auch wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und die wurde, glaube ich, auch nicht sehr gut aufgenommen, sodass sie gar nicht weiterverfolgt wurde, die Verfilmung. Vielleicht machen sie irgendwann eine Serie draus. Das ist ja im Moment so ein Trend. Aber jetzt möchte ich erstmal die Bücher lesen und sammeln. Leider gibt es Band 3 nur als Taschenbuch. Es wird von den Fans immer wieder gefordert, dass doch der Verlag eine kleine Auflage mit den Gebundenen noch mal rausbringt für die Fans. Mal gucken, ob das irgendwann stattfindet. Ich wäre wirklich sehr, sehr froh drum. Aber ja, weil die anderen sind alle gebunden erschienen. Ja, aber ich werde jetzt natürlich erstmal mich auf die Geschichte stürzen. Ich werde aber erstmal wieder mit dem ersten Band anfangen, um diese Geschichte wieder so ein bisschen aufzufrischen, weil es wirklich Jahre her ist, dass ich das gelesen habe. Und ja, ich freue mich drauf, diese Reihe denn zu vervollständigen. Das nächste Buch, was ich mir ausgesucht habe bei Avell, gehört auch zu einer Reihe, ist aber eher ein Zusatzband und nicht die Fortsetzung, sondern das sind so kleine Zusatzgeschichten. Und zwar zu Reckless von Cornelia Funke ist dieses Buch hier erschienen, Palast aus Glas. Und ich finde es wirklich wieder wunderschön. Es ist schon längere Zeit auf meiner Wunschliste, denn ich habe ja Band 1 bis 3 von Reckless schon gelesen und ich liebe diese Geschichte sehr. Es ist ja eine sehr, sehr düstere Märchenadaption, beziehungsweise sehr, sehr viele Märchen wurden da sehr düster neu interpretiert von Cornelia Funke und eben in eine neue Welt eingebunden mit eigenen Ideen. Es geht um zwei Brüder, die eben hinter die Spiegel gelangen und dort gibt es halt ja alle möglichen Märchen, die man so kennt, die sind dort wahr. Und Jacob ist ein Schatzjäger und dort erfahren wir halt ihre Abenteuer. Und hier gibt es halt kleine Geschichten, die Cornelia Funke zusätzlich noch dazu geschrieben hat. Und zum einen, wie Celeste eigentlich zu Fuchs wurde, welches gefährliche Zauberding Jakob als junger Schatzjäger erbeutete und wie sieht es hinter den Spiegeln eigentlich in Hamburg, London oder Stockholm aus. Ja. Und da freue ich mich drauf. Ich muss mal gucken, wie viele Geschichten das sind. Ich glaube, die erste Geschichte ist die längste, ja, mit knapp 70 Seiten. Und die anderen sind ein bisschen kürzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine Leseprobe aus dem ersten Band gibt es auch noch. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Vielleicht so ein bisschen, falls irgendwelche Leser erst auf dieses Buch stoßen und dann in die Reihe hinein wollen. Aber das empfehle ich meistens nicht. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ist ja auch nur ein kleiner Teil davon. Ja, freue ich mich vor allem, weil hier auch Hamburg eine kleine Rolle spielt, finde ich natürlich schön. Und was das Buch zusätzlich noch wertvoller macht, ist, dass es wieder von Cornelia Funke illustriert ist. Und ich finde, das macht die Bücher immer sehr, sehr schön. Also Reckless, aber auch die Tintenwelt hat sie ja auch immer illustriert. Und an den ja, Kapitelanfängen sind dann meistens die Illustrationen. Hier sind es sie zwischendrin. Aber finde ich immer sehr, sehr stimmungsvoll. Und das dritte und letzte Buch, das ich mir bei Avell ausgesucht habe, gehört nicht zu einer Reihe, ist ein Einzelband, aber stand auch schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und als ich es dann bei Avell entdeckt habe, war ich sehr glücklich. Und zwar ist das Die Geheimnisse von Briar Hill von Megan Shepherd. Ja, ich bin ja ein Pferdemädchen und deswegen bin ich schon irgendwie von dem Cover so angesprochen, weil es hat
nichts zu sehr Kitschiges, also diese pinken Glitzer-Einhörner und Pegasus und so weiter, das ist dann auch nichts mehr für mich, auch wenn mich das früher als Kind, als junges Mädchen schon angesprochen hat. Aber das hat wieder so ein bisschen was Vintage-Altertümliches, so ein bisschen vielleicht auch Viktorianisches. Und es ist nicht rein Fantasy, wie man jetzt hier sagen, denken könnte, sondern es geht schon in eine andere Richtung. Woher kommt das weiße, geflügelte Pferd, das Emmaline plötzlich im Spiegel an der Wand entdeckt? Ist es echt? Ist es Fantasie? Emmaline lebt im Krankenhaus Briar Hill, einem alten Herrenhaus, an dessen Fenstern nachts der Wind zerrt. Eines Abends klettert sie heimlich über die Mauer in den verwilderten Garten von Briar Hill und begegnet hier dem weißen Pferd. Sein Name ist Foxfire und es schwebt in Gefahr. Niemand kann es retten, bevor alles zu spät ist. Niemand außer Emmaline. Eindrucksvoll schreibt Megan Shepherd von Hoffnungen und Ängsten, die Kinder in einem vom Krieg gebeutelten Land haben und von der Notwendigkeit, auch in dunklen Zeiten nach Schönem zu suchen. Ja, das meine ich eben, dass es nicht reine Fantasy ist, sondern dass es auch sehr symbolisch interpretiert werden kann. Ich finde es halt alleine schon wegen dieser Herrenhaus-Szenerie hat es mich unglaublich angesprochen. Es klingt wieder so ein bisschen düster, mystisch und trotzdem hat es eben noch so eine tiefer gehende Message-Botschaft, weil es vielleicht eben auch für etwas anderes steht. Und deswegen freue ich mich da sehr, da einzutauchen. Es ist ein Kinder-Jugendbuch. Ich bin gespannt, wie kindlich es ist. Aber wie gesagt, klingt es jetzt nicht zu oberflächlich und ich lese ja immer auch sehr, sehr gerne zwischendurch mal Kinderbücher. Es gibt davon auch eine sehr, sehr schöne illustrierte englische Variante. Ja, da habe ich auch schon überlegt, ob ich da auch zugreife, aber ich werde es jetzt erstmal auf Deutsch lesen. Sollte mich das total umhauen, kann ich immer noch überlegen, ob ich mir die englische Variante zusätzlich dazu hole. Aber jetzt möchte ich es erstmal so in die Geschichte eintauchen. Ja, das waren die drei Bücher, die ich mir bei Avell ausgesucht habe. Nochmal zum Zustand vielleicht der Bücher. Also die sehen alle top wie neu aus, nur haben sie halt hier unten die Mängelexemplar-Stempel und so kleine Dellen hier unten, die hier so eingestanzt sind, um sie eben als Mängelexemplare ja, zu markieren und damit sie von der Preisbindung entbunden werden und dann halt günstiger auch verkauft werden können. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier so erkennen könnt. Ne? Hier seht ihr so ein bisschen die kleinen Kerben, aber ansonsten ist an den Büchern wirklich nichts dran. Sehen wirklich top aus. Ich bin sehr zufrieden. Und vom Preis her sind es mindestens immer ja, so um die 50% günstiger, die Bücher. Also da kann man schon ordentlich was sparen. Rebuy und Medimob sind vielleicht manchmal noch günstiger, aber dafür sehen die Bücher halt auch nicht so top aus. Gut, da kann man auch Glück haben, da komme ich gleich auch noch zu. Denn ich habe es tatsächlich doch nochmal gewagt, bei Medimobs zu bestellen und habe nämlich gesehen, dass die Bücher, die ich haben wollte, tatsächlich gerade da vorrätig sind. Und ich hatte extrem Glück diesmal. Ich habe mir nämlich den zweiten Band der Rabenringe-Trilogie von Siri Patterson gekauft. Fäulnis heißt der Band und so sieht er aus. Wir haben ja den ersten Band Odins Kind zusammen in unserem Buchclub All You Can Read gelesen. Das hat uns ja wirklich sehr, sehr gut gefallen und wir wollten jetzt weiterlesen, nicht zusammen, sondern jeder für sich, aber zwischendurch tatsächlich uns dann mal drüber austauschen, aber jetzt nicht in einer richtigen Leserunde. Ich bin auch dabei, ich habe jetzt ungefähr ein Drittel gelesen, wie ihr hier sehen könnt. Es ist auch ein bisschen dünner. Und ja, die Aufmachung finde ich wieder unglaublich cool gemacht, passt extrem gut auch zum Inhalt. Es ist High Fantasy, die so ein bisschen Game of Thrones und Wikinger Charakter hat. Wir treffen hier auf Hirka und Hirka ist ein Odinskind. Sie lebt im Imsland, ist dort aufgewachsen. Und alle Imlinge, die dort leben, die haben einen Schwanz. Nur sie hat keinen. Sie denkt, eigentlich ist er ihr bei einem Unfall abhanden gekommen mit Wölfen. Aber sie erfährt irgendwann, dass sie tatsächlich so ohne Schwanz aufgewachsen ist, so auf die Welt gekommen ist. Denn sie ist ein Odinskind, ein Mensch. Und Menschen und Odinskinder werden in dieser Welt nicht sehr, sehr gerne gesehen.
Und das hängt damit auch zusammen, dass sie keine Gabe hat, so wie die anderen Imlinge. Und bei einem Ritual, das immer stattfindet, wenn man 15 Jahre alt ist, soll halt nochmal die, ja, soll man gesegnet werden. Und das geht eben einher auch mit der Gabe. Und man geht so hinüber ins Erwachsensein und ja, da steht Hirka nun davor und sie möchte natürlich, dass niemand weiß, dass sie ein Odinskind ist und gleichzeitig erwachen böse Mächte und was es mit den Rabenringen auf sich hat, das muss man hier lesen. Ich fand das Ganze großartig, ich habe es ja schon besprochen in meinem Lesemonat. Und ja, der zweite, der schwächelt gerade so ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich langsam jetzt auch wieder reinkomme. Ich muss aber auch sagen, dass ich dem Buch gerade nicht so richtig gerecht werde, weil es zurzeit mein Zweitbuch ist. Das heißt, ich habe gerade mehrere Leserunden oder eine Leserunde nach der nächsten gerade gehabt und da lese ich dann immer hier in diesem Buch weiter, wenn ich mit dem Abschnitt der Leserunde gerade durch bin. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich mehrere Tage nicht zu diesem Buch greife und dann kommt man vielleicht auch ein bisschen mehr raus. Also ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen dann hier wieder ein bisschen regelmäßiger zugreife und Hirka dann wieder ein bisschen mehr begleite und dass es dann wieder ein bisschen spannender wird. Aber ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass der zweite so ein bisschen der schwächste sein soll und dass es dann im dritten dann wieder richtig wieder losgeht. Ist ja irgendwie der Fluch der zweiten Bände. Aber richtig schlecht ist es nicht und ich habe jetzt die letzten Kapitel auch wieder gerne gelesen. Deswegen habe ich da tatsächlich große Hoffnungen. Und auch beim zweiten Buch, das ich mir gebraucht gekauft habe, hatte ich doch sehr viel Glück und das war auch das ausschlaggebende Buch, weswegen ich überhaupt da bestellt habe, weil es eben ein Buch ist, was ich eigentlich schon gelesen habe und was ich jetzt zusätzlich noch als eine andere Schmuckausgabe in mein Regal hier einkaufen wollte. Und da das relativ teuer ist, habe ich einfach geguckt, ob es irgendwo gebraucht in sehr gutem Zustand zu haben ist und habe es dann gefunden und deswegen da bestellt. Und auch das kam in wirklich sehr, sehr gutem Zustand hier an. Und zwar ist es Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham. Das ist die Ausgabe aus dem Urachhaus, illustriert von Inga Moore. Ja, also es sieht wirklich auch sehr gut aus. Nicht ganz so gut wie hier Fäulnis von Siri Pettersen. Das sah wirklich ungelesen aus. Hier sieht man schon, dass es mal durchgeblättert wurde. Und hier unten hat es schon so eine kleine Macke. Hier ist es so ein bisschen eingerissen. Aber damit kann ich tatsächlich leben. Womit ich allerdings nicht leben kann, ist, dass diese Ausgabe doch gekürzt ist. Ich hatte eigentlich extra geguckt, aber ich habe mich, glaube ich, zu sehr auf die Seitenzahl bezogen. Es gibt nämlich von diesem Kinderbuchklassiker mehrere Ausgaben und einige davon sind gekürzt. Da sind zwei Kapitel rausgekürzt, die ich aber gerade besonders poetisch und stimmungsvoll finde. Die sind vom Stil her doch ein bisschen anders als die anderen Kapitel. Vielleicht sind sie deswegen öfter mal rausgekürzt worden, aber gerade die haben mir persönlich sehr gut gefallen. Ich habe die Geschichte schon hier in der Knesebeck-Ausgabe und die ist Gott sei Dank vollständig. Die Illustrationen hatten mir nun nicht ganz so zugesagt, beziehungsweise ich fand die zwar sehr stimmungsvoll, aber ich fand, die haben nicht ganz so gut zu der Geschichte gepasst, wie ich sie so erlebt und erlesen habe. Dafür fand ich sie ein bisschen zu düster und zu dunkel und zu trüb, wie immer so ein Grauschleier drüber. Und dann dachte ich, hole ich mir einfach zusätzlich oder als Ersatz, da war ich mir noch nicht ganz so sicher, eine andere Schmuckausgabe und habe mich dann in diese Ausgabe verliebt, weil ich einfach diese Illustration so naturverbunden und detailliert fand. Und hier kam eben auch diese englische Natur und englische Landschaft einfach sehr schön rüber. Und es ist einfach ein bisschen farbenfroher und das hatte und trotzdem irgendwie stimmungsvoll. Und deswegen habe ich sie mir geholt. Ich habe es dann verglichen mit einer Ausgabe, die halt gekürzt ist und die hatte viel weniger Seiten und das hatte halt viel mehr. Und dann dachte ich, ach, dann ist die wahrscheinlich nicht gekürzt. Aber ich bin dann tatsächlich durch die Gliederung, nein, durch die Inhaltsangabe gegangen und habe gesehen, dass die beiden Kapitel tatsächlich fehlen, auf die es mir eben ankommt. Und ja,
Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich diese wunderschöne Ausgabe trotzdem behalten möchte oder ob ich sie wieder zurückschicke. Also die Frist zum Zurückschicken ist abgelaufen, aber ist trotzdem halt die Frage, ob ich es aussortieren möchte oder halt jetzt einfach beide behalte. Einmal die ausführliche und ungekürzte und einmal die gekürzte, wo ich aber die Illustration so schön finde. Es ist, ja, das sind Probleme, die, glaube ich, nur ein verrückter Buchsammler kennt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das. Aber wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt und ihr überlegt, welche Ausgabe ihr euch anschaffen möchtet, dann würde ich tatsächlich die Knesebeck-Ausgabe empfehlen oder das Hörbuch gelesen von Harry Rowohlt, denn das ist auch nicht gekürzt und ich fand die Hörbuchfassung unglaublich stimmungsvoll, unterlegt mit Musik und Geräuschen und Harry Rowohlt spricht das ganz, ganz toll, hat ja so eine ganz dunkle, knarrende Stimme und bei ihm kommt auch der Humor in dieser Geschichte wirklich toll bei rum. Es geht um Tiere, insbesondere um einen Maulwurf, der in die Welt hinausgeht und ja, seinen Bau verlässt, um einfach die Natur und die Welt zu entdecken. Und er trifft auf eine Ratte, die ihn so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und ihm ein bisschen so die Welt zeigt, den Fluss, den Wald. Und ja, es hat so ein paar abenteuerliche Momente, aber auch sehr rührende Momente, aber auch sehr lustige Momente, wo dann der Kröterich ins Spiel kommt, der ja seine Freunde wirklich auf Trab hält. Und gerade dieses Zwischenspiel hat mir einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber es gab hier eben auch so ein paar Kapitel, die sehr poetisch und naturverbunden waren. Ja, und da fehlt hier leider so ein bisschen von. Aber wie gesagt, Gott sei Dank gibt es auch ungekürzte und viele finden die Knesebeck-Ausgabe sogar noch schöner, weil die halt, die ist ein bisschen erwachsener von den Zeichnungen her. Aber wie gesagt, mir hatten die nicht ganz so zugesagt, weil sie für mich für die Geschichte nicht ganz passend waren. So, jetzt ist aber genug davon geredet. Ob ich das jetzt nur aussortiere oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde sie behalten, weil ich die Illustration einfach so, so schön finde. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die eine oder andere Ausgabe von dem Kinderbuchklassiker habt und welche Illustration euch gefallen. Das ist ja totale Geschmackssache. Und ja, ob ihr die Kapitel, die fehlen, ob ihr das überhaupt gewusst habt und ob ihr die Kapitel auch so schön fandet. So, die nächsten Bücher sind aber tatsächlich alle neuwertig bei mir eingezogen, entweder als Rezensionsexemplare oder ich habe sie mir gekauft. Das nächste ist ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag. Ein Buch, was hier auf YouTube auch schon oft in die Kamera gehalten wurde. Und zwar ist das Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von TJ Klune. Ein Fantasy-Roman, der ein wirklich unglaublich schönes Cover hat, wie ich finde. Und eben eine Neuerscheinung aus 2021, die lang erwartet wurde. Und im Original wurde das auch schon sehr, sehr ja, gut besprochen. Und wir haben es jetzt in unserem All-You-Can-Read-Buchclub gerade im Mai beendet und waren alle sehr begeistert davon. Das ist wirklich ein sehr schönes, gute Laune-Buch. Ich werde es natürlich im Lesemonat noch ein bisschen näher besprechen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es uns allen sehr gut gefallen hat. Es geht um einen Sachbearbeiter namens Linus, der bei ja, einer Aufsichtsbehörde arbeitet, wo er halt Heime für besondere Kinder untersucht, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und er nimmt seinen Job wirklich sehr, sehr ernst. Er ist sehr penibel, aber auch sehr distanziert. Er ist ein sehr, ansonsten sehr, sehr zurückhaltender, introvertierter Mann. Und er bekommt jetzt einen wichtigen Auftrag. Und zwar wird er auf eine Insel geschickt zu Mr. Parnassus. Der hat nämlich ein Heim für magische Begabte auf dieser Insel. Und da soll Linus jetzt nun ja, nach dem Rechten schauen, ob da alles richtig zugeht. Und er kommt da an und er ist eben ein sehr ängstlicher Mensch und erfährt, dass es da alles ganz anders zugeht. Und ja, er gerät so ein bisschen in Konflikt mit seinem Herz und mit seinem, ja, mit seinen peniblen und sehr distanzierten Sachbearbeitertum. Komisch ausgedrückt, aber er gerät halt so ein bisschen in Konflikt, wie er sich verhalten soll.
aber er gewinnt dort eben auch Freunde und sieht auf einmal das Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Und es geht nicht nur um die Leben, die er dort beurteilen soll, sondern eben auch um sein eigenes Leben, wie sehr er in seiner grauen Bubble gelebt hat und wie er jetzt hier so langsam ausbricht und sich so verändert. Ein sehr, sehr ruhig erzähltes Buch mit wenig Action, aber wie gesagt, auch sehr fantasievoll, lustig und auch sehr viel gute Laune verbreitet dieses Buch. Ja, ich bleibe bei den Büchern aus unserem Buchclub. Und zwar für den Juni haben wir uns dieses Buch hier ausgesucht. Zimmer 103 oder 103 von Simone St. James. Ja, hier steht jetzt Roman drauf, aber ich finde, es liest sich eher wie ein Thriller oder Spannungsroman. Und zwar spielt es in zwei verschiedenen Zeitebenen. Einmal 1982 und dann nochmal 30 Jahre später, 2017. Und zwar geht es zum einen um Viv, die 1982 in New York in einem Motel dort eben das Gebäude hütet. Doch die Nächte dort sind lang und sie bekommt immer mehr Angst vor etwas, was dort ja eine scheinbar eine Bedrohung für sie ist. Was genau dort lauert, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Und dann treffen wir auf Carly Kirk, eben 30 Jahre später. Und sie geht eben zu diesem selben Motel, wo ihre Tante vor 30 Jahren spurlos verschwunden ist. Und sie möchte diesen Rätsel auf die Spur gehen. Ja, ein Motel, ein Hotel, Gebäude, alte Gebäude finde ich ja immer sehr anziehend und perfekt für einen spannungsgeladenen Thriller, ein tolles Setting. Und ich glaube, das wird bestimmt ein sehr, sehr rasantes, spannendes Buch werden und ich freue mich drauf, das zusammen mit den anderen Mädels aus dem Buchclub entdecken zu können. Da können wir uns sicherlich wieder viele Theorien ausdenken und rätseln, was da denn noch alles passiert sein mag. Und ja, ich freue mich auch tatsächlich wieder, einen Thriller oder Spannungsroman zu lesen, weil ich in den letzten Wochen tatsächlich eher in anderen Gefilden unterwegs war und deswegen wird es mal wieder Zeit für etwas Gruseliges. Hier steht auch gruselig, spannend und brillant geschrieben. Ich bin gespannt. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Schmuckausgabe eines Klassikers, den ich schon gelesen habe und den ich tatsächlich auch schon zweimal in meinem Bücherregal stehen habe in zwei verschiedenen Ausgaben. Aber diese Ausgabe musste ich mir auf jeden Fall natürlich auch noch gönnen, weil diese hier sieht nicht nur von außen toll aus, sondern ist auch noch komplett farbig illustriert und ihr habt sie sicherlich woanders auch schon gesehen. Ich spreche von Die unendliche Geschichte von Michael Ende hier aus dem Thienemann Verlag und illustriert ist das Ganze von Sebastian Meschenmoser. Und ich habe schon ein bisschen reingeblättert. Das ist einfach wirklich toll. Da ist der komplette Text des Romans abgebildet. Es gibt wieder diese farbige Unterscheidung, wenn wir wechseln zwischen unserer Welt, wo wir Bastian begegnen und dann eben in die unendliche Geschichte eintauchen. Also mal grüne Schrift, mal rote Schrift, das ist hier auch wieder umgesetzt. Es gibt Schwarz-Weiß-Zeichnungen, aber eben auch bunte. Und ich finde, die sind wirklich ganz toll getroffen. Ich zeige euch mal eine, hier zum Beispiel. Also da hat sich der Herr Sebastian Meschenmoser wirklich ins Zeug gelegt. Und ja, dieses Buch habe ich jetzt, wie gesagt, die Illustration habe ich einmal durchgeblättert, aber ich möchte das Buch natürlich irgendwann auch mal in dieser Form nochmal rereaden. Das wird jetzt in nächster Zeit nicht passieren. Jetzt habe ich das auch noch ganz gut im Kopf eigentlich. Aber es wartet hier auf mich und reinblättern würde ich immer mal wieder. Und ich wollte es auf jeden Fall in dieser Schmuckausgabe wirklich sehr, sehr gerne haben. Und es gibt ja so Schmuckausgaben bzw. Illustrationen, die man dann nicht so leiden kann. Aber dieser Stil hier hat mir doch sehr, sehr gut gefallen und deswegen wollte ich sehr, sehr gerne haben. Und jetzt ist es bei mir und ich habe es mir einfach gegönnt. Und ja.
Das habe ich auch nicht bereut. Gerade ganz frisch eingezogen ist das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte. Das war, wie gesagt, das letzte Buch, was hier eingetrudelt ist, ist ein Rezensionsexemplar aus dem Fester Verlag. Ich finde es unglaublich toll, dass der Fester Verlag jetzt nicht nur Extremhorror rausbringt, sondern auch so ein bisschen auf die klassischere Horror- und Gruselschiene geht und somit auch nochmal ganz andere Leser anspricht, unter anderem auch mich. Und ich finde, sie geben sich auch immer mehr Mühe bei der Gestaltung der Bücher. Ich habe jetzt hier Das Jahr der Hexen von Alexis Henderson zugeschickt bekommen. Und ja, nicht nur das Buch ist insgesamt ein wirklicher Hingucker, sondern es ist immer unglaublich liebevoll verpackt und stimmungsvoll. Es war wieder mit verschiedenen Papieren, die passend zum Buch waren eingewickelt, es war eine Kerze dabei und wieder so Kleinigkeiten, Bonbons und Lesezeichen. Und ja, das macht natürlich unglaublich Spaß, das dann auch auszupacken. Ich werde es euch dann in der Rezension noch mal ein bisschen genauer zeigen, ein paar Bilder oder Videos zu machen, wie das hier bei mir eingepackt ankam. Und ja, das Buch ist, wie gesagt, sehr, sehr schön, aber was mich hier besonders geflasht hat, ist das Vorsatzpapier. Ich glaube, ich habe selten so ein schönes Vorsatzpapier gesehen. Schaut mal, dieses Moor, dieser Wald, dieses Grün, also das zieht mich total in seinen Bann, atmosphärisch. Es geht hier um eine junge Frau namens Emmanuel und Emmanuel ist wie viele andere Frauen in dieser Welt unterdrückt. Und irgendwann gerät sie in die Wälder, die außen um den Ort herum wachsen und gedeihen. Und in diesen Wäldern sind vier Geister von vier Hexen zu Hause. Und die erscheinen Emmanuel und übergeben ihr die Tagebücher ihrer Mutter. Und ihre Mutter hat sich wohl mit diesen Hexen mal eingelassen. Warum das so passiert ist, das erfährt Emmanuel in diesen Tagebüchern. Und sie erfährt auch einiges über ja, diese politischen und anderen Strukturen und dieser Unterdrückung von Frauen und vielleicht auch Hexen. Ich weiß nicht, inwiefern hier die Protagonistin auch Gaben hat, vielleicht sogar eine Hexe ist oder nur als Hexe verschrien wird. Ja, es wird bestimmt sehr, sehr bewegend sein und auch sehr aufwühlend, weil hier die Jungfrauen eben so unterdrückt werden. Ich hoffe, dass man da so ein bisschen Genugtuung bekommt, wenn sie hier sich auflehnen. Sonst habe ich noch gar nicht so richtig eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Hier steht ja Thriller drauf, also wie viel magische oder fantastische Elemente hier drin mitspielen, werde ich dann einfach entdecken müssen. Aber es hat mich dann doch einfach angesprochen, alleine einfach diese Wälder, diese Hexen und ja vielleicht auch noch andere Elemente, die hier noch gar nicht draufstehen, zu entdecken. Es sieht sehr, sehr dick aus, aber es ist unglaublich groß geschrieben. Also der Druck ist unglaublich großzügig und es sind tatsächlich auch nur etwas über 500 Seiten, also gar nicht so dick. Und ja, ein Lesebändchen, also wirklich sehr, sehr schön ausgestattet und das werdet ihr dann ja auch sehr ausführlich dann in einer Rezension besprochen bekommen. Aber erstmal muss ich es lesen. Nachdem wir es gerade sehr, sehr düster hatten, kommen wir ein bisschen zu mehr heiterem und auch sehr lustigen Inhalt, auch etwas für etwas jüngere Leser. Und zwar ist bei mir eingezogen Das Eismonster von David Walliams. Der Autor ist mir schon öfter ins Auge gestochen bei den Kinderbüchern, denn er soll einen sehr skurrilen und sehr heiteren Humor und schwarzen Humor haben. Es sind immer Einzelbände. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht welche davon schon etwas sagen. Gangster-Oma, Rattenburger, Propelleropa, Zombie-Zahnarzt. Also hier sind sie alle aufgeführt. Sind aber, so viel ich weiß, alles Einzelbände. Und dieses Buch war einfach dann doch prädestiniert für mich, dann einfach mal den Autor zu entdecken, weil mich jetzt auch das Thema angesprochen hat. Es ist ein Buch zugegeben, was ich jetzt im Sommer nicht lesen werde, sondern eher dann wieder Richtung Herbst und Winter. Denn wie ihr sehen könnt, ist es tatsächlich ein Mammut, was hier eine Rolle spielt. Wir treffen hier nämlich auf Elsie, die gerade dem Waisenhaus in London entkommen ist und dann erfährt, dass Polarforscher ein Mammut entdeckt haben. Und zwar
in einen Eisblock zugefroren und jetzt haben sie das in ein Museum verfrachtet in London und sie geht zu diesem Museum und scheinbar ist das Mammut dann doch wieder lebendig und irgendwann gelangen sie dann auch wieder in die Polarregionen. Also wie da das Abenteuer genau aussieht, das werde ich dann erleben müssen. Klingt aber richtig schön verrückt und aber auch nach einer schönen Freundschaftsgeschichte. Und ich freue mich, David Walliams zu entdecken, aber auch wieder so ein bisschen in diese winterlichen Gefilden dann abzusteigen. Ich bin ja ein großer Fan vom Winter, aber auch vom englischen Humor. Und ja, deswegen ist die Mischung doch perfekt. Und mal sehen, wie mir das Ganze gefällt. Illustriert ist das auch. Also ihr seht auch, das Schriftbild ist sehr kindlich und wahrscheinlich auch zum Vorlesen auch sehr lautmalerisch perfekt. Und obwohl es ein bisschen dicker ist, ist es ja sehr wenig beschrieben. Mit einigen Lücken, da komme ich wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell durch. Einen Klassiker, den ich gerade lese, habe ich hier. Meine Cousine Rachel von Daphne du Maurier ist hier eingezogen. Ich habe Rebecca vor einigen Jahren schon gelesen und habe auch die neue Verfilmung gesehen und fand beides wirklich klasse, besonders atmosphärisch. Es ist ja historisch, ein bisschen viktorianisch, hat aber auch Spannungselemente dabei. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall Lust, noch etwas Neues von ihr zu lesen. Nichts Neues, sondern ein weiteres Buch von ihr zu lesen. Ich hatte dann bei Maike von den Bookfriends gesehen, dass es bei ihr eingezogen ist. Und da habe ich einfach gefragt, ob sie das mit mir zusammenlesen möchte. Und die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland hat sich auch noch uns angeschlossen. Und wir lesen es gerade eben in dieser Dreierrunde. Und es macht wirklich viel Spaß. Wir haben jetzt weniger als 100 Seiten noch vor uns. Die letzten zwei Abschnitte müssen wir nur noch lesen. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend, obwohl gar nicht so viel passiert. Es geht um den jungen Philipp, der bei seinem Cousin Ambrose aufgewachsen ist, der für ihn wie ein Vater für ihn ist. Allerdings ist der immer wieder auf Reisen. Wegen seiner Gesundheit ist er halt im Winter immer in sommerlichen Regionen, hält er sich dann eher ja, in Italien zum Beispiel auf und dort trifft er eine junge Frau, in die er sich verliebt. Und die er dann tatsächlich auch heiratet. Allerdings verstirbt er dort in Italien und Philipp sieht ihn nicht mehr, nachdem er dort nach Italien gegangen ist. Und er kennt tatsächlich auch diese neue Frau noch gar nicht. Die kommt allerdings dann zu Besuch, nachdem sie jetzt zur Witwe geworden ist. Und Philipp malt sich ganz, ganz schreckliche Bilder von ihr aus und ist natürlich extrem auch eifersüchtig gewesen auf sie. Und jetzt ist er auch überzeugt davon, dass sie Ambrose nicht gut getan hat. Aber als sie dann bei ihm ankommt, ist sie doch ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Und ja, er wird sofort in ihren Bann geschlagen und er sieht zu allem Übel auch noch Ambrose sehr, sehr ähnlich. Deswegen ist sie auch ein bisschen überrascht. Und wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, wer welche Geheimnisse hat und wem man da trauen kann, ja, das muss man hier lesen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr klug und intelligent von der Autorin gemacht, weil man hier als Leser auch einfach total in den Bann von mehreren Figuren gerät und einfach gar nicht mehr weiß, wie man hier vertrauen kann. Den Twist am Ende kenne ich jetzt noch nicht, ob es überhaupt einen Twist gibt. Bei Rebecca gab es ihn ja. Und da fand ich es auch wirklich sehr atmosphärisch, auch diese ja, englischen Anwesen. Gibt es auch hier wieder. Es ist aber doch etwas anderes. Da werde ich dann noch mal ein bisschen drauf eingehen im Lesemonat. Ich werde es heute oder morgen beenden, weil ich es einfach extrem gerne lese und es macht mir auch Spaß, mich mit den Mädels auszutauschen. Wir sind uns da auch sehr, sehr einig, ja, wie wir das Buch empfinden. Und dann schauen wir mal, ob ich denn noch etwas von ihr lese, denn sie hat ja tatsächlich einiges geschrieben, die Autorin, was ich auch bereits auf meiner Wunschliste habe, was sich auch sehr, sehr gut anhört. Und nun sind wir wieder bei einer Schmuckausgabe angekommen und ich glaube, es ist mittlerweile die fünfte Ausgabe dieses Buches, die ich bereits in meinen Regalen
untergebracht habe. Und vielleicht können das einige nicht verstehen, warum man sich so viele verschiedene Ausgaben ein und desselben Inhalts oder desselben Buches kauft. Aber ich bin eben nicht nur leidenschaftlicher Leser, sondern auch leidenschaftlicher Büchersammler. Und wenn ich einfach eine besondere Ausgabe von einem Buch, was ich liebe, mir noch zusätzlich kaufe, ist das, gehört es eben zu meiner Leidenschaft dazu. Ich spreche natürlich von Harry Potter und zwar der Mina Lima Ausgabe. Das ist diese hier. Das ist jetzt der erste Teil in der englischen Ausgabe. Ich war ein bisschen zu ungeduldig. Ich wusste nicht, dass die jetzt auch auf Deutsch erscheint. Ich hatte ein bisschen gewartet und da wurde aber nichts angekündigt bei Carlsen. Und ja, mittlerweile ist es aber jetzt doch angekündigt. Also wenn ihr lieber auf Deutsch diese Ausgabe haben möchtet, dann schaut mal bei Carlsen vorbei. Jetzt mittlerweile ist es, wie gesagt, angekündigt. Aber da ich den Inhalt ja kenne und die tatsächlich auch auf Englisch schon mal gelesen habe, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, ja, die Aufmachung ist eben dieselbe. Deswegen ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob ich alle weiteren dann auch auf Englisch hole oder dann auf die Deutschen warte, ich weiß nicht. Müsste ich mal gucken, wie gut die zusammenpassen, weil ihr könnt hier sehen, auch am Buchrücken ist das nicht cool mit diesem Turm. Ich weiß nicht, ob auf jeden denn ein anderer Turm zu sehen ist. Hier ist dann auch die Zahl 1. Natürlich, also Year One steht hier drauf. Also ich finde es einfach cool. Und das Besondere an diesen Mina Lima Ausgaben ist halt, dass es auch so kleine interaktive Gadgets in diesem Buch gibt, wo man halt dran drehen kann, etwas aufklappen kann und etwas Neues entdecken kann. Das ist halt noch ein bisschen mehr zum Entdecken als normale Illustrationen. Ich habe von diesen Ausgaben bisher auch, ich glaube, ich hatte das Schöne und die Schöne und das Biest, aber das hatte mir nicht ganz so gut gefallen. Aber der Geheime Garten, den habe ich halt auch in der Ausgabe und den mag ich inhaltlich auch sehr, sehr gerne. Ich mochte tatsächlich nicht alle Illustrationen von Mina Lima hier, weil die eben auch sehr plakativ sind und in den Farbabstufungen nicht sehr variabel sind, sagt man das so? Ich bin da leider tatsächlich ein Laie, aber hier habe ich das Gefühl, hat man sich noch mehr Mühe gegeben, die Illustrationen sehr detailliert darzustellen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier ist zum Beispiel ein interaktives Gadget, da haben wir das Gemälde der fetten Dame. Und dort kann man halt ihre Augen bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ja, es sind halt so kleine Spielereien, die einfach toll sind. Aber es sind halt eben nicht nur die Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viele davon hier drin sind. Vielleicht so 7, 8. Aber es sind halt auch zusätzlich, ich habe das Gefühl, auf jeder Seite sind Illustrationen. Und wenn sie noch so klein sind, und ich habe natürlich auch das schon durchgeblättert, und ob es nun einfach hier die Verzierungen an den Ecken, an den Seiten sind, ist es einfach schön. Also wunderschön. Also da werde ich mir tatsächlich auch alle zusammensammeln. Auch wenn das natürlich wieder ins Geld geht. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat jetzt. Ich weiß nicht, um die 30, 40 Euro. Aber ich finde, es ist jeden Euro wert und jeden Cent, weil hier einfach so viel liebevolle Detailverliebtheit reingesteckt wurde. Die sind leider sehr, sehr anfällig. Dieses Material ist sehr stoßanfällig, deswegen würde ich die nie irgendwie rumtragen, sondern die werden auch mein Regal oder mein Zuhause nicht verlassen, außer man zieht irgendwie nochmal um. Aber sonst werde ich damit jetzt nicht hausieren gehen. Aber vorsichtig angucken werde ich das sicherlich häufig und dann vielleicht irgendwann nochmal in Englisch lesen. Ja, also wirklich, wirklich ein Schmuckstück für jeden Harry Potter Fan ist das, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Und der zweite Band ist im Englischen mittlerweile auch angekündigt, also das wird tatsächlich auch fortgeführt. Neben den illustrierten, in diesen großen Schmuckausgaben sind es wirklich mit die schönsten Ausgaben, die ich von Harry Potter hier zu Hause habe.
So, zwei Bücher haben wir noch, dann haben wir es endlich geschafft. Ja, ich weiß, es ist viel und es ist auch viel, was ich über diese Bücher immer zu sagen habe, aber ich finde, es macht einfach unglaublich viel Freude und ich weiß ja, dass ihr hin und wieder auch mal ganz gerne lange Videos mögt und auch Neuzugänge-Videos sehr, sehr gerne anschaut. Ich komme wieder zu einem Rezensionsexemplar, was auch relativ frisch bei mir eingezogen ist. Und zwar aus dem Blanc-Valais Verlag, die Hexenjägerin der Zirkel der Nacht. Das ist Band 1. Ich weiß nicht, ob es eine Trilogie wird oder noch mehr Bände. Jedenfalls ist das so eine Mischung aus Urban Fantasy und Horror. Und ja, ich habe schon ein bisschen gemischte Rezensionen gehört, aber sonst versuche ich ja immer, möglichst fern zu bleiben von den ganzen Rezensionen, damit ich da unvoreingenommen rangehen kann. Ich freue mich dennoch sehr, in diese Geschichte einzutauchen. Und zwar geht es hier um die junge Frau Robin. Und Robin ist ein YouTube-Star, denn sie zeigt in ihren Videos, wie sie Hexen jagt. Doch was ihre Zuschauer nicht wissen, ist, dass ihre Videos nicht inszeniert sind, sondern dass sie echt sind. Sie ist tatsächlich eine Hexenjägerin, denn sie möchte Rache nehmen, weil ihre Mutter von einem gewissen Hexenzirkel wohl umgebracht wurde. Was sie aber dann noch herausfindet, ist, dass es irgendwie den Roten Lord oder so gibt. Jedenfalls einen dämonischen Kerl, der irgendwie jetzt ankommen soll und der von diesem Zirkel halt verehrt wird. Ja, und was das alles noch so mit sich bringt, werde ich hier erfahren. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr düster, sehr vielleicht auch actionreich. Ich bin gespannt, aber es klingt auf jeden Fall cool nach wieder einer Badass-Protagonistin à la Mia Corvere aus Nevernight. Ich bin gespannt und trotzdem spielt es ja in unserer Welt und das mit den YouTube-Videos irgendwie, das hat mich natürlich auch total gecatcht. Die nächsten Bände sind auch schon angekündigt, da habe ich die Cover schon gesehen. Ja, man sieht hier auch noch so Schattentiere drauf. Irgendwie weiß nicht, ob die tatsächlich da noch mal irgendwas mit zu tun haben, ob sie da vielleicht tatsächlich auch irgendwelche Gefährten hat. Ich finde ihre Frise auch ziemlich cool, diese blauen Punkerhaare, Undercut. Ja, mal gucken, ob sich das wirklich auch so cool weglesen lässt, wie es sich anhört. Und dann entscheide ich danach natürlich auch, ob ich dann weiterlese oder nicht. Aber auch hierzu werdet ihr natürlich eine Rezension erhalten. Und der letzte Neuzugang ist wieder ein Klassiker, den ich bereits in meinem Regal hatte, den ich aber gerne austauschen wollte. Das habe ich euch irgendwann schon mal erzählt, glaube ich, dass ich den zwar inhaltlich sehr, sehr mag. Das war aber noch tatsächlich eine Schulausgabe, eine Diogenes-Ausgabe, die total zerlesen ist und dreckig ist. Und ich bin ja eh nicht so der Diogenes-Fan von dieser Optik her. Und in letzter Zeit sind von diesem Klassiker mehrere schönen Ausgaben aus verschiedenen Verlagen tatsächlich herausgekommen. Und da musste ich mich ein bisschen entscheiden. Ich habe mich letztendlich dann für den Manesse Verlag entschieden. Und zwar ist es zum Klassiker Farm der Tiere von George Orwell. Und ich fand, das ist ja so richtig schön crazy bunt. Und irgendwie ja, hat es mich dann doch dazu gezogen. Ich hatte noch die Anaconda-Ausgabe im Blick. Die ist ein bisschen günstiger gewesen, sah auch ganz cool aus, war aber ein bisschen düsterer. Und irgendwie fand ich die Ausgabe mit diesen glitzernden Augen dann auch ziemlich cool. Und ja, dann dachte ich, nehme ich doch diese Ausgabe des Klassikers, weil sie es eben auch in der Buchhandlung gerade da haben, habe ich mich dann dafür entschieden. Und natürlich auch ein Schweinchen rosanes Lesebändchen haben wir hier auch. Und wenn wir das Buchcover abnehmen, ist es richtig schön pink. Ja, also es ist irgendwie ziemlich cool. Und ja, ich mag den Klassiker einfach gerne, weil ich den eben auch ja, mit meiner Kindheit verbinde, weil es dazu einen Zeichentrickfilm gab und den habe ich halt einfach früher sehr, sehr gerne gesehen als Kinderfilm, auch wenn das eigentlich ja kein Kinderbuch oder auch kein Kinderfilm war und eben auch eine sehr politische Bedeutung hat. Aber ja, ich finde es irgendwie spannend, dass man das eben gleichzeitig wie ein Märchen lesen kann oder eben auch wie eine sehr, sehr symbolische Fabel, wo wirklich jedes Tier auf diesem Bauernhof irgendwie für eine gewisse Gruppe von Menschen steht. Ja, also sehr, sehr spannend und ich freue mich, dass ich dann ja das Buch austauschen kann. Also die Diogenes-Ausgabe habe ich dann aussortiert und dieses Buch zieht dann dafür ein.
Und deswegen habe ich da auch sehr gerne Geld für ausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat, aber es war nicht ganz günstig für diese dünne Ausgabe. Aber es ist halt eben auch ein Hingucker, finde ich. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass dieses bunte, verrückte sich nicht ganz so auf den Rücken, auf den Buchrücken hier widerspiegelt. Außer das Auge, das hier auch so ein bisschen schimmert, ist es hier halt sehr, ja, doch wieder sehr schlicht. Sie mussten natürlich irgendwie den Titel hier hervorheben können, wenn das jetzt, ja, naja, ich hätte es lieber auch so bunt gehabt, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Es hat mir gerade unglaublich Spaß gemacht, euch hier meine neuen Buchschätze vorzustellen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude. Vielleicht war ja auch das ein oder andere Buch für euch dabei, was euch so ein bisschen angefixt hat. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch so in den letzten Monaten eingezogen ist, ob ihr das auch so macht, dass ihr von euren Lieblingsbüchern gerne Schmuckausgaben oder hübschere Ausgaben dann euch zusätzlich kauft oder durch die alten dann ersetzt oder eben tatsächlich mehrere von euren Lieblingsbüchern auch in euren Buchregalen dann einziehen lässt. Das könnt ihr mir gerne erzählen oder ob ihr sagt, nee, also ich brauche das tatsächlich nicht, was ich auch tatsächlich verstehen kann. Wie gesagt, aber da ist ja auch jeder anders und so soll jeder auch selbst entscheiden, wie er das umsetzen möchte. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!